installiert das Spiel, hab das Spiel das allererste Mal gestartet, hat mich erstmal das Intro total umgehauen, weil so eine wunderschöne Musikuntermalung und dann auch noch so viel Action eigentlich im Intro. Und mir fällt auch auf, ich glaube in diesem Jahr, die ganzen Spiele, die jetzt so langsam rauskommen, jetzt hier im Oktober, es kam ja jetzt auch Civilization 6 raus, das hat auch so ein Intro vorweg, was auch eine wunderschöne Musikuntermalung hat und eine richtige Atmosphäre einbietet, so wie hier eigentlich. Und mir gefällt sowas, also das sollten sie immer machen. Mit so einer Musikuntermalung, die passig ist. Mensch, wir sind ja schon bald fertig mit dem Feld. Kommt mir gar nicht so vor, als ob wir hier schon Ewigkeiten fahren würden. Es geht ja doch einigermaßen schnell von der Hand. Und vor allen Dingen, wir fahren gerade. Nicht irgendwie, dass das irgendwie die ganze Zeit irgendwie verzieht oder so. Nee, aber bei dieser Collectors Edition muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht ins Klo mitgegriffen. Das ist genau richtig. Und es kam auch pünktlich zum Release, das Paket. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man sich jetzt die Collectors Edition bestellt, bezahlt man, ich glaube, 8 oder 9 Euro mehr. Also ich habe das Ganze für 49,99 gekriegt. Ich dachte mir so zu 34,99, was ja das normale Spiel kostet, dachte ich mir, ach, pff, diese 15 Euro, die sind bestimmt gut angelegt. Und die sind tatsächlich gut angelegt. Und dann waren ja hier noch so ein paar Zusatzinhalte mit bei, die ich ja am Anfang gezeigt habe. Und das könnte natürlich der Vorbestellerbonus sein. Oder von der Collectors Edition. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja nur mutmaßen, weil ich jetzt nur das eine kenne. Aber ich kann nur eins sagen, der Landwirtschaftssimulator wird bei mir wieder gesuchtet, ab sofort. Also, ich dürfte eigentlich keinen Leerlauf an Videos bekommen. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, dann liegt es einfach wieder daran, dass ich keine Zeit hatte, irgendwie die Videos zu schneiden. Also aufnehmen, das klappt ja immer, nur das Schneiden ist immer das Zeitintensive dahinter. Wobei aufnehmen eigentlich auch. Aber wenn ich das mal so vergleiche, wenn du einen Twitch-Stream machst, nur mal so angenommen, dann hast du einen Arbeitsschritt weniger. Weil du musst dich nicht um die Videoverarbeitung kümmern, weil es ist ja eigentlich bei Twitch dann schon mal gespeichert. Und dann könntest du es übernehmen, mache ich aber trotzdem nicht, weil die Qualität halt schlechter ist, als wenn du ein YouTube-Video mit Dextory aufnimmst. Was ich jetzt zum Beispiel gerade mache. Ich bin auch mal gespannt, ob das hier ruckelt oder nicht. Aber eigentlich dürfte es nicht ruckeln. Tja, ja. So ist das. Und man wird hier auch merken, ich rede viel über Themen. Also jetzt nicht unbedingt immer zu über das Spiel hier, wie es jetzt gerade hier im Landwirtschaftssimulator 2017 ist, sondern ich rede auch gerne über andere Themen. Ihr könnt mir auch gerne unten in die Kommentare etwas schreiben, worauf ich zum Beispiel eingehen soll oder was ihr vielleicht gerne wissen möchtet. Schreibt es mir einfach da unten hin. Ich werde dann immer wieder versuchen, darauf einzugehen. Und ich finde es einfach blöd, wenn du ein Let's Play siehst, wo eigentlich nicht gequatscht wird. Wo eigentlich die ganze Zeit dieser Trecker hin und her fährt, ohne dass irgendein Wort gesagt wird. Ich habe mir da so ein paar Let's Plays tatsächlich angetan und ich musste mich ertappen, ich bin eingepennt. Ich konnte mich ins Bett legen, konnte auf meinem Fernseher gucken und dachte mir, jo, das ist sehr entspannt. Das ist ja noch entspannter, als wenn er quatscht. Aber so ganz ohne Quatschen könnte ich ein Let's Play nicht gucken. Ne. Selbst ein Twitch-Stream wird da schon etwas eintönig. Da müssen schon die richtigen Leute dahinter sitzen. Und du hast natürlich den Vorteil, wenn das mehrere spielen, also wenn du Let's Play, sage ich jetzt schon, wenn du jetzt also mit mehreren dieses Spiel spielst im Multiplayer
und dann das per Discord oder TS verbunden hast, dann hast du ja eigentlich immer einen, der irgendwas erzählt und der, ich sag mal, einen zum Besten gibt oder sagt, hey, ich hab das und das geschafft. Und hier ist es halt so, hier muss ich selbst meine Themen irgendwie zurechtsuchen. Und das kann halt nicht jeder. Das ist halt so eine Art, die kann man nicht lernen. Ich bin ja ein sehr offener Mensch. Mir wurde das auch schon häufig gesagt, auch in meinem Berufsfeld, dass ich ein offener Mensch bin und deswegen so gut bei den Leuten ankomme. Das wurde mir mal gesagt. Ob das natürlich stimmt, ist mal dahingestellt. Das müsst ihr mir sagen. Das ist halt sowas, das kann man nicht lernen. Das kann man höchstens, wenn man diese Eigenschaft hat, kann man das ausbauen, indem man halt mehr Selbstvertrauen aufbaut. Wenn du super gutes Selbstbewusstsein hast, dann kannst du auf deine Art richtig aufbauen und das raushauen. Und das habe ich in diesem Jahr tatsächlich auch geschafft. Es hat auch viel, ja, Gehirnschmalz gebraucht, bis das so ist wie jetzt. Und ich bin auf YouTube seit 2011. Oder seit 2012? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es war Ende 2011, Anfang 2012, wo ich mit YouTube-Videos angefangen habe. Und wenn man sich so die ersten Videos anguckt, da wird man merken, oh Gott, Terra, das war nicht deine Zeit. Aber das heute, das ist deine Zeit. Und mach was draus. Und das mache ich auch. Und ich sag euch, ich genieße das einfach. Wenn ich dann so einen Twitch-Stream habe, wo, sagen wir mal, 10 Leute zugucken. Es ist ja eigentlich nur 2 Hände voll an Personen, die zugucken. Aber ich genieße das einfach. Ich bin schon mit wenig zufrieden. Und wenn man das ist, dann fühlst du dich auch zufrieden mit dem, was du hast. Es gibt viele da draußen, die sagen immer, hey, ich werde ein großer YouTuber oder großer Streamer. Und dann haben die vielleicht immer mal so einen Zuschauer oder gar keinen. Dann müssen die sich allerdings mal überlegen, woran liegt das denn? Also es liegt definitiv nicht daran, dass er dieses Spiel spielt, sondern es liegt einfach daran, wie sein Auftreten ist. Und ich habe leider schon viele gesehen, die mir auch nicht zugesagt haben, weil sie das sehr monoton dargeboten haben oder halt auch mit einer Art, die gar nicht gut ankommt. Mit einer kackbratzigen Art. Da fühlt man sich doch nicht wohl, oder? Also ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass sich die Zuschauer wohlfühlen. Und wenn ich das vermitteln kann, dass sie sich wohlfühlen und Spaß daran haben, das Video zu gucken, dann habe ich alles richtig gemacht. Ihr könnt mir das ja gerne mal da unten in die Kommentare schreiben. Fühlt ihr euch wohl? Fragezeichen. Würde mich mal interessieren. Oder erzähle ich hier alles gerade gequirlten Käse? Oh, jetzt muss ich lachen. Oder erzähle ich hier nur gequirlten Käse, der eigentlich total uninteressant ist und, laber nicht so viel Scheiße, Terra. Das gibt's bestimmt auch. Das sind dann immer so diese sogenannten Hater-Kommentare. Ganz im Ernst, die Leute, die jetzt versuchen, einen Hater-Kommentar zu verfassen, die haben hier nichts verloren. Macht euch gar nicht erst die Mühe, einen Kommentar zu schreiben, sondern schaltet gleich ab. Kann ich euch nur empfehlen, das ist für uns alle das Beste. Weil ich sag nur mal so viel, ich habe eine starke Community hinter mir stehen. Und wenn die das rauskriegt, was ihr dann schreiben solltet, ne? Oh, 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 dann sieht's düster aus. So, das haben wir hier geschafft. Ey, wir haben noch voll viel Saatgut, ne? Ach so, weil ich ja den Helfer eingeschaltet habe. Ist ja kein Wunder. So, das wächst und gedeiht. So, Saatgut auswählen. Wo geht denn das? Saat wählen, Z drücken. Jetzt habe ich Gerste, jetzt habe ich Raps, Sojabohnen. Ich glaube, ich nehme mal Raps. Raps hat ja den geringsten Ertrag, aber bringt das meiste Geld meistens. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich das hier hinbekomme. Helfer verbrauchen ja irgendwie nie was von der Saat. So, jetzt wollen wir das Ding mal senken und einschalten und Gas geben.
muss ich mich leider erstmal konzentrieren, die erste Strecke. Apropos, habe ich den hier eigentlich... Ne, hier habe ich das Ding nicht, ne? Sehmaschine heben. Sehmaschinen Tempomat-Level ändern. Tempomat aktivieren. Sehmaschine abschalten. Okay. Doch, man sieht es, wo man lang gefahren ist. Man sieht es eigentlich recht gut sogar. Du musst halt dann nur mit dem Rad in der Kuhle fahren. Und dann sieht man, ob man richtig fährt. Ja, das wird schon. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Bei Thema Wohlfühlen, ne? Ja. Also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr euch hier wohlfühlt oder nicht. Oder wie ihr vielleicht sogar auf mich gestoßen seid, weil da gibt es ja Gerüchte. Oh. Nein, es gibt keine Gerüchte. Aber es haben mir schon mal einige geschrieben, dass sie es schade finden, dass ich nicht mehr Abos habe. Aber ganz im Ernst, vielen Dank für die lieben Worte. Ihr könnt dafür sorgen. Ihr könnt dafür selber sorgen. Ich mache ja nicht so viel Werbung wie andere. Aber wenn sich das mit Mundpropaganda verbreitert, ist das eigentlich meistens effizienter, als wenn du Werbung machst. Und die positive Mundpropaganda ist gerade das Wichtigste. Und ich kenne das aus dem Geschäftsleben. Das ist das A und O. Natürlich gibt es dann auch immer mal ein paar dazwischen. Man kann es ja nicht allen recht machen. Das ist ja leider immer das Problem. Aber im Moment habe ich noch eine Community. Oder ich habe viele Leute in der Community, die verstehen einfach, wenn man mal keine Zeit hat zum Aufnehmen, wenn keine Folgen kommen, dann ist es halt so. Und dann freuen sie sich halt darauf, wenn mal wieder eine Folge kommt. Weniger ist manchmal viel mehr, sage ich immer. Und das ist tatsächlich eine Tatsache. Und an der möchte ich mich auch festhalten. Mensch, wir kommen ja richtig voran hier. Können wir mal weiterfahren? Aber naja, so ist das halt. Auf YouTube ist es sowieso nicht so ganz einfach, weil es gibt so ein Überangebot von super guten YouTubern. Da weiß man gar nicht mehr, wie man eigentlich alles zugucken soll. Es gibt ja viele verschiedene Typen. Manche sind immer ein bisschen auf... Naja. auf... So eine verdammte... Also die regen sich immer gerne auf. Die werden auch immer sehr gerne geguckt. Bei mir ist es immer ein bisschen gemischt. Mal ist es sehr entspannt, mal ist es etwas aufregender, mal kommt gequirlter Käse raus, mal ist es gut, mal ist es schlecht. Also, es ist doch überall so. Mal läuft alles rund, mal läuft alles nicht rund. Aber das macht uns ja gerade aus. Und das macht uns menschlich. Wenn es auch mal Fehler gibt, die passieren. Fehler sind eigentlich wichtig im Leben, weil aus Fehlern lernen wir ja schließlich. So, ich wollte ja die Rundumleuchte wieder anmachen. Ich wusste es noch. Es wird mir zwar nicht angezeigt, aber ich wusste noch, dass Position 1 war. Mensch, das Fahrzeug ist ja richtig schön schmutzig. Wir haben es gerade 11 Uhr. Upsala. Also die Zeit, die vergeht hier wirklich nicht. Und das ist schon die fünffache Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, geht das hier eigentlich, dass man sich hinlegen kann zum Schlafen? Ich glaube, da war irgendwas, ne? Ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Boah, ich finde das schön, wenn man auch mal so von der Sicht das sieht. Oder mal im Traktor. Das habe ich ja im Moment noch gar nicht gemacht. Also noch nicht so viel jedenfalls.
Mensch, wir haben ja schon bald die zweite Schicht geschafft. Es kommt mir gar nicht so vor, dass wir das so krass meistern. Boah! Was habe ich jetzt gemacht? Der Dünger verbraucht sich sehr langsam, stelle ich gerade mal fest. Ich finde irgendwie die Außenansicht besser als die Innenansicht. Vor allem mit diesen Partikeln. Ich habe da schon Angst, dass das 1000 Jahre rendern wird. Ich meine, ich nehme ja mit 60 FPS auf. In Wirklichkeit kommen 39, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist der Schnitt. 39 FPS kommen an auf der Festplatte. Wenn du das dann versuchst zu rendern... Oha. Das wird witzig. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie lange ich die Folgen machen werde. 20 Minuten Folgen sind, glaube ich, ein bisschen kurz, ne? Ich glaube, die erste mache ich eine halbe Stunde lang und die anderen... Oh Gott. Die sind gerade bei 1:09. Kommt mir gar nicht so vor. Kommt mir eigentlich so vor, als hätte ich gerade erst angefangen. Mensch, Mensch. Ist das denn toll. Was ich hier vor allen Dingen schön finde am Landwirtschaftssimulator, man kann mal über Themen quatschen. Weil du... einfach dich nicht so sehr konzentrieren musst darauf, was du hier eigentlich machst. Bei Minecraft ist das schon irgendwie schwieriger. Weil da musst du dich ja konzentrieren. Was baust du? Was willst du eigentlich machen? Wo willst du eigentlich hin? Das sind immer so diese Problematiken, die du in Minecraft hast. Und hier fährst du einfach nur hin und her, hin und her. Und wenn du wo größer wohin fahren willst, dann hältst du einfach mal gerade die Schnauze. So einfach ist das. Jetzt fällt mir aber auch gerade nichts ein. Eigentlich könnte ich noch so ein bisschen was über den Landwirtschaftssimulator sagen. Also was mir positiv auffällt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es auffällt, ne? Wenn du hier mit der Sämaschine drüber fährst, dass es dann doch so gewaltig aussieht. Aber du siehst genau, wo du lang gefahren bist und wo nicht. Und dadurch, dass das halt nicht so platt wirkt, dass es auch so ein bisschen... uneben ist beim Grubbern und beim Sehen, wirkt es einfach schicker von der ganzen Optik her, als es bei dem vorherigen Teil war. Ich bin ja gespannt, wenn wir den ersten Baum fällen, wie sie das mit der Performance hinbekommen haben, weil es hatte ja damals arge Performance-Probleme, wenn du einen Baum gefällt hast, dass es geruckelt hat wie sonst was. Und wenn die das hier wirklich beseitigen konnten. Boah. Da muss ich echt den Hut ziehen, dass sie es hinbekommen haben. Aber so viele Jahre, wie hier in der Entwicklung wieder stecken, es kommen ja immer alle 3 Jahre, kommt ja ein neuer Landwirtschaftssimulator raus. Quatsch, alle 3 Jahre. Natürlich, Terra. Alle 2 Jahre kommt ein neuer Teil raus. Und heute können wir schon gespannt sein, was wohl der 2018er mit sich bringen wird. Falls hier die Entwickler reingucken sollten, was ich nicht glaube, weil dafür bin ich einfach viel zu klein. Ich würde mir ja wünschen, dass ihr noch sowas wie Obstbäume und sowas hinzufügt. Also Obstplantagen gehören ja noch dazu. Und dass das Saatgut, dass man sich das richtig... holen muss in Säcken, die dann irgendwie auf den Anhänger laden muss und die dann einlagern muss in seinem Lager, in seiner Scheune, was auch immer. Das fände ich richtig gut. Oder zum Beispiel die Milch. Die kannst du ja von den Kühen auch irgendwie... Ja, melken musst du ja irgendwann die Kuh.
dass du dann zum Beispiel das auch selber machen könntest, wenn du halt noch einen kleinen Bauernhof hast, dass du so mehrere Stufen von den Bauernhöfen hast. So, wenn du einen kleinen hast halt, einen kleinen Bauernhof, dass du die dann richtig mit der Hand melken musst. Na gut, das ist natürlich ordentlich, was ich jetzt hier verlange, aber es ist doch mal so ein Grundgedanke, ne? Die müssen das ja nicht alles umsetzen. Ich meine, wenn es nur mal so ein Teil ist, der jedes Jahr dazukommt, das würde ja schon vollkommen ausreichen. Das machen sie ja auch. Siehst du ja hier zum Beispiel, dass sie so teilweise einen dynamischen Boden mit eingefügt haben. Wie das wohl mit dem Flug noch sein wird, das werde ich auch noch in Erfahrung bringen. Das werdet ihr hier alles sehen. Was dann vielleicht noch interessant wäre, man hat ja Hühner. Na? Das wird wahrscheinlich auch immer noch so sein, dass du die Eier selber wegbringen musst. Aber dass du die vielleicht noch in so Eierkartonschachteln packst. Und die dann irgendwie auf deinen Hänger lädst und dann halt zum Markt damit fährst und dann da verkaufst. Hätte doch irgendwie was, oder? Wenn du dann vielleicht Obst hast, mit Obstplantagen, dass du vielleicht dann noch Obstsäfte machst, mit einer Saftpresse und ähnlichen Sachen. Dass man so eine Art, ich vergleiche das jetzt gerade so ein bisschen mit Stardew Valley irgendwie. Nur, dass das hier halt alles größendimensionalisch, das ist ein tolles Wort. Von der Größendimension ja alles viel, viel riesiger hier ist, als es bei Stardew Valley der Fall ist. Aber so wie das Grundprinzip von Stardew Valley ist, wenn das irgendwann in den Landwirtschaftssimulator käme, krass. Das hätt's echt mal, ne? Vor allem, was die hier alles mit hinzugefügt haben. Dass man jetzt mit dem Zug fahren kann und solche Geschichten. Ich hätte nie und nimmer daran geglaubt. Ich meine, ich kenne ja noch den allerersten Teil. Den kennen wahrscheinlich die Kenner und die Liebhaber kennen den auch. Den Landwirtschaftssimulator 2008, der ja dann später zum 2009er wurde, habe ich übrigens auch Let's Played, mal ganz kurz, bis der PC abgekackt war. Da war ja alles noch so, wenn man das jetzt heute mal vergleichen würde damit, wäre das lieblos gewesen. Aber die haben sich da auch schon echt Mühe gegeben. Da war es nur so, dass du halt unendlich viel Saatgut hattest. Da gab es noch keine Füllmengen. Das kam ja erst mit dem 2011er dazu. Und der Dünger war ja da noch kostenlos komplett. Mittlerweile kostet der ja auch ein Schweinegeld. Tja. Und heute? Ist das ein Kultspiel geworden? Ich finde, das gehört schon zur Kultkategorie. Es gibt da viele Liebhaber und ich gehe mal von aus, wenn ich wieder zurück im Geschäft bin, ich habe im Moment nämlich Urlaub, dann werden viele einen Computer haben wollen, der den Landwirtschaftssimulator 2017 unterstützt. Wobei, von den Systemanforderungen geht es, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier nur kein Licht. So, Licht angeschaltet. Oh. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Man fährt erstmal quer irgendwo durch. Systemanforderungen, Mindestvoraussetzung. Ich muss nochmal drehen, weil ich da nämlich was gesehen habe, weil ich was ausgelassen habe. Da. Da ist die Stelle. So. Schalten wir das Ding mal ab. Mindestvoraussetzung. Windows 7, Windows 8, Windows 10. Also es gibt schon kein Vista mehr. Das wird hier schon gar nicht mehr aufgelistet. Ein Dual-Core-Prozessor mit 2 GHz. AMD oder Intel. Das heißt, du kannst es eigentlich fast mit jedem PC der Welt aufnehmen. Also spielen. Zwar auf den Mindestvoraussetzungen, aber es würde gehen.
2 GB RAM hat eigentlich auch fast mittlerweile jeder PC. Die haben alle 4 GB. 1 GB Grafikkarte. Also mit VRAM. Okay, das hat nicht jede. Da brauchst du schon eine etwas bessere. Wobei, 1 GB RAM ist ja auch mittlerweile Standard geworden. Eine GTS 450, das läuft sogar mit meiner Uralt-Grafikkarte, die ich in einem anderen Computer noch habe. Halleluja. DirectX 11, na das ist klar. Zweifach DVD-ROM-Laufwerk. Da muss ich jetzt mal lachen. Alter, siehst du das gerade? Guck mal da in die Fenster. Das reflektiert. Hey. Achso, ich muss noch ein Feld, besamen, das klingt irgendwie so falsch. Ich muss da noch das Saatgut irgendwie reinpacken. Ich weiß gar nicht, wo kriege ich das her? Kriege ich das von da? Das sieht ganz danach aus. Saatgut und Dünger. Mit Big Bags kannst du deine Geräte mit Saatgut und Dünger befüllen. Sobald die Big Bags leer sind, musst du neue kaufen. Du findest diese beim Händler in der Palettenkategorie. Das ist also der Dünger. Nein, ich muss mir sogar den Dünger kaufen. Richtig vom Händler. Ey, das ist jetzt richtig realistisch geworden. Mal ganz im Ernst, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Spiel. Wird man wahrscheinlich nicht merken, aber... Wie, schon aufgefüllt? Nö. Die Klappen sind offen. So, wie kriege ich das jetzt befüllt? Seemaschine auffüllen, R drücken. Ey, du siehst sogar den Stand, wie er sich füllt. Das Einzige, was ich nicht auffüllt, ist der Dünger. Seemaschine füllen. Naja, ist ja auch nicht so wild gerade. Die Planken gehen wieder von alleine zu. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, aber ich sag mal, dieses Spiel dürftest du wirklich mit jedem PC starten können. Und das finde ich gut, dass Giants das so entwickelt hat, dass es selbst für den, für einen, ich sag mal, 5 Jahre alten PC noch funktioniert. Wobei, wie alt ist der? 6 Jahre. Nee, 5, 4? 4 Jahre ist mein anderer, aber selbst wenn ich jetzt meinen alten PC noch auskrame, dann würde es noch funktionieren. Und der hat mittlerweile schon 6 Jahre auf dem Buckel. Also das ist wirklich sehr gut programmiert dann. Muss man schon mal den Hut für ziehen. Das Einzige, was muss, eine Internetverbindung wird für die Aktivierung den Download-Content und den Multiplayer-Modus benötigt. Das heißt also, ohne Internet geht es nicht. Ich frage mich ja, wenn wir jetzt mal ganz blöd spinnen, was wäre die Welt heutzutage ohne Internet? Oh,